Möchte man eine fertige Formel bezüglich natürlicher Zahlen beweisen, so kann man wie folgt vorgehen. Man beweist zuerst, dass die Formel stimmt für n gleich 1. Dann beweist man, wenn die Formel stimmt für eine beliebige natürliche Zahl k, dann muss sie automatisch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl k plus 1. Und somit hat man dann bewiesen, dass die Formel stimmt für alle natürlichen Zahlen. Warum? Weil man ja bewiesen hat, dass die Formel stimmt für 1 und man bewiesen hat, dann muss die Formel auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 2. Also stimmt die Formel für 2. Dann muss sie auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 3. Also stimmt die Formel für 3, dann muss sie auch für 4 stimmen. Und da sie für 4 stimmt, muss sie auch für 5 stimmen. Und dann für 6, für 7 und für alle darauffolgenden natürlichen Zahlen. Dieses Beweisverfahren kann man schön vergleichen mit aufgestellten Dominosteinen. Zuerst beweist man, dass der erste Stein umfällt. Dann beweist man, wenn der Stein mit beliebiger Nummer k umfällt, dann muss der nächste Stein mit Nummer k plus 1 ebenfalls umfallen. Und somit hat man dann bewiesen, dass alle Steine umfallen werden. Wieso? Weil der erste ja umfällt, muss der darauffolgende umfallen, also fällt der zweite Stein um. Dann muss aber der darauffolgende ebenfalls umfallen, also fällt der dritte Stein um. Also auch der vierte und auch der fünfte und dann der sechste, der siebte, der achte. Und somit hat man also bewiesen, dass alle Dominosteine umfallen. Übertragen auf die Formel bedeutet das, dass die Formel gültig ist für alle natürlichen Zahlen. Wir werden dieses Verfahren, das man Beweis durch vollständige Induktion nennt, anwenden, um diese Ungleichheit von Bernoulli zu beweisen. Diese Ungleichheit ist gültig für egal welche reelle Zahl x und für egal welche natürliche Zahl n. Also beginnen wir die Induktion mit dem kleinstmöglichen Wert von n, das heißt mit 0. Wenn n gleich 0 ist, dann lesen wir 1 plus x hoch 0 größer gleich 1 plus 0 mal x, also so. Und da 1 plus x hoch 0 1 ergibt und 1 plus 0 mal x auch 1 ergibt, ist diese Ungleichheit gültig, dann und genau dann, wenn 1 größer gleich 1 ist, was natürlich okay ist. Jetzt nehmen wir an, dass diese Eigenschaft gültig ist für eine beliebige natürliche Zahl k, also nehmen wir diese Ungleichheit als Induktionshypothese an und werden anhand dieser Ungleichheit beweisen, dass diese Eigenschaft ebenfalls stimmt für die darauffolgende natürliche Zahl k plus 1. Wir werden also beweisen, dass 1 plus x hoch k plus 1 größer gleich zu dieser Summe ist. 1 plus x hoch k plus 1 kann auch so geschrieben werden, 1 plus x hoch 1 mal 1 plus x hoch k. Und durch die Induktionshypothese wissen wir, dass 1 plus x hoch k größer gleich 1 plus k mal x ist. Also ist dieses Produkt größer gleich zu diesem Produkt. Hier wenden wir die doppelte Distributivität an, ist gemacht. Und in diesen zwei Termen können wir x ausklammern. Somit finden wir also 1 plus k plus 1 mal x plus k mal x². Und da k eine Zahl ist, die größer gleich 0 ist, ist kx² eine positive Zahl und somit ist also diese Summe größer gleich zu dieser Summe, indem man einfach diesen positiven Term fallen lässt. Und somit haben wir bewiesen, dass 1 plus x hoch k plus 1 größer gleich 1 plus k plus 1 mal x ist, was den Beweis dieser Eigenschaft abschließt.